Was geht, YouTube? Willkommen wieder zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute erkläre ich euch, wie ihr ganz gut Silber machen könnt, wenn ihr frisch aus der Season geht oder im Prinzip eigentlich noch in der Season seid mit Full Tuvalla Gear, also eher für Beginner und auch, ich würde mal sagen, Mid-Game-Spieler. Ich bin selber jetzt kein Vollprofi, aber eine liebe Zuschauerin, Grüße gehen raus aus Lola, hat mir diesen Trick erklärt. Es ist eigentlich kein Trick, es ist ein ganz normaler Farmspot, die meisten kennen ihn wahrscheinlich auch schon. Er hat ziemlich viele Vorteile. Ein, zwei Macken hat er schon, werde ich alles in diesem Video erklären, deswegen bleibt dran und wir gehen auch direkt rein. So, ihr müsst auf jeden Fall als allererstes diese Schriftrollen entweder vom Marktplatz holen, also ich meine diese Schriftrollen in der vorzeitlichen Sprache, ja, davon entweder 300, 600 oder immer in 300er Schritten. Warum 300 oder warum 600, erkläre ich euch gleich. Oder ihr könnt sie auch farmen, das wäre aber ja dann ein bisschen cursed, weil ihr wollt ja diese Methode machen und nicht quasi bei einem Spot farmen, damit ihr die habt und dann die aktivieren. Wäre zwar gar nicht so dumm, zum Beispiel jetzt bei Akman kriegt man die viel oder bei Hystria, da bin ich by the way, stundenstrich live, da farme ich wahrscheinlich die nächsten Tage, Wochen, wie auch immer, schaltet gerne ein, da bin ich ziemlich oft am Grinden. Hab aber auch das eine halbe Stunde gemacht, solo und eine halbe Stunde in der Gruppe, den Grindspot oder eher gesagt die Methode, die ich euch jetzt zeige, ja. Dann, wenn ihr die Schriftrollen besorgt habt, müsst ihr in dieses Jatz-Kombinationsbeutel-Ding gehen. Einmal hier right-click, maximale Anzahl, also einfach alle reinpacken, so viel wie es geht immer. Und dann hier aufs Plus drücken. Wenn ihr nicht genügend Inventarplatz habt, was sehr oft sein kann, dann sagt ihr euch, geht nicht. Aber in meinem Fall ging es jetzt schon. Und dann gebt ihr euch hier ganz, ganz viele solche Karten. Wenn ihr da einmal drauf drückt, rechtsklick und linksklick auf akzeptieren, dann solltet ihr einen Marker gesetzt bekommen von dieser Karte, genau hier hin. Das ist auch immer so. Ihr könnt auch schon mal euch im Prinzip, wenn ihr die Karten habt, oder eher gesagt die Schriftrollen, und euch die erfarmt, erkauft, könnt ihr, müsst ihr nicht immer rechtsklicken oder so auf die Karte, sondern ne, ihr merkt euch einfach hier diesen Spot hier. Das ist da immer. Und dann reitet ihr einfach hin und werdet gleich sehen, was da Phase ist. So, wenn ihr hier jetzt angekommen seid, dann werdet ihr hier keine Loot Scroll oder sowas brauchen oder irgendein Buff, wenn ihr das Solo macht. Solo bringt es euch wirklich nicht so viel wie in der Gruppe, weil Solo macht man hier circa 400-500 Millionen die Stunde schätzungsweise in der Gruppe bis zu einer B. Also mit einer guten Gruppe, klar, wenn immer mehr Leute umso mehr AK haben, ja, dann macht ihr hier schon gut Geld. Das heißt, wenn jetzt sich 5 Tuvalla Teaminis versammeln würden oder 5 von meiner Art, sage ich jetzt mal, die frisch aus der Season rausgegangen sind, ein bisschen gegrindet haben, dann machen die jetzt vielleicht 600-700 Millionen plus, vielleicht auch ein bisschen mehr Silber. Wenn ihr ein, zwei Carries oder eher gesagt ein, zwei Leute dabei habt, die ein bisschen mehr AK dabei haben und die, ja, das Ganze, sag ich mal, hochpushen oder eine Shy, die euch alle bufft, dann geht es schon ziemlich gut ab und kann, wie gesagt, bis zu einer B gehen. Das ist ziemlich cool. Ich blende euch hier einmal ein, was ihr bei diesem Spot, wie gesagt, macht. Der Gruppenanführer lädt euch einfach alle in der Gruppe ein und dann plaudert ihr hier mit diesem Beschwörungsding und ballert hier 5 Dinger rein. Ja, das muss jeder in der Gruppe machen und dann muss der Gruppenanführer auf Aktivieren drücken. Dann aktiviert sich das und es kommen 2 Minibosse, ja. Diese Minibosse besiegt ihr, das sind so eine Art, also ich finde, das sieht aus wie so dunkler Riss, ne, einfach 2 davon. Und dann kriegt ihr Erinnerungsfragmente, ja. Diese Erinnerungsfragmente könnt ihr dann theoretisch gesehen im Shop verkaufen. Ihr könnt ihr dann zum Beispiel auch nutzen für das Refirmed Gear, also für Urgons oder Greifenhelm. Da könnt ihr ebenfalls die Erinnerungsfragmente oder braucht ihr die halt da eben, und zwar en masse, ja. Und warum jetzt nicht solo, sondern in der Gruppe? Solo macht ihr quasi im Prinzip fast das Gleiche, bloß dass ihr in der Gruppe im Prinzip doppelt so schnell seid, ja. Also ihr ballert da zwar 5, oder jeder ballert da zwar 5 Karten auf einmal rein, aber wir haben es jetzt mal ausgerechnet, wir haben 300 Karten in, oder halt 300 Schriftrollen eher gesagt, umgecraftet, in einer halben Stunde gemacht oder in 28 Minuten, ja, also quasi 300 von denen, das alles hier reingeballert, davon dann diese Dinger hier rausbekommen, die alle oder jeweils immer 5 in dieses Beschwörungsteil hier reingeballert, in diesen Artefakt eher gesagt. Fragt sich jetzt bestimmt von euch, was macht man denn jetzt endgültig wirklich mit dieser Silbermethode, oder eher gesagt, wie viel habe ich jetzt in 28 Minuten gemacht? Ja, 28 Minuten oder sagen wir, ne, eine halbe Stunde. Wir haben
393 Erinnerungsfragmente in einer halben Stunde farmen können. Und das sind 1,572B umgerechnet, wenn man es mit dem Preis 4 Millionen rechnet, ja? Das ist aber ja nicht der Gewinn, sondern der Umsatz. Das macht man jetzt minus 996 Millionen, also im Prinzip minus die Rollen, die wir haben. Und das wären dann 576 Millionen in einer halben Stunde, Leute. Ja, das heißt über eine B oder 1,1 B sogar, wenn wir das eine Stunde gemacht hätten. Ich muss da fair bleiben und muss dazu sagen, wir hatten eine ziemlich gute Gruppe. Ja, wir hatten eine Shai, wir hatten recht viele Leute, die recht gut AK haben, die höchstwahrscheinlich entweder gleich viel jetzt bei Orks gemacht hätten oder eher gesagt bei den, bei den nächsten Spots, ne, nach, wenn man Offseason geht, dann sind es meistens Akman, Hystria und danach dann irgendwann Orks, ganz lange, und danach geht man ja dann Underground Giffen. Kann sein, dass die das auch grinden können. Es hilft auf jeden Fall extremst, logischerweise den Anfängern oder den Tuvala-Timmies wie mir, da mitzumachen. Das sind auf jeden Fall alles die guten Punkte an dieser Silbermethode. Ein ganz großer, schlechter Punkt ist natürlich, die Gruppe zu finden. Das ist klar. Wie findet man so eine Gruppe? Es gibt anscheinend einen Discord, den habe ich aber bisher noch nicht rausgefunden. Ihr könnt mir den gerne in den Kommentaren reinschreiben, dann pinge ich den auch gerne an. Oder wir können uns auch gerne mal in meinem Livestream-Chat versammeln und könnten mal fragen, ob wir das machen können. Dann können wir das gerne mal ein oder zwei Stunden grinden. Ja, da sehe ich kein Problem mit. Viele andere wollen das auch. Also da haben auch direkt in meinem Chat gefragt, ob man das auch zu dritt machen kann, wie das aussieht. Ne? Also es ist halt ein Gruppenspot, aber halt ein ziemlich cooler Gruppenspot, glaube ich, halt auch für Anfänger. Und ja, ist ziemlich nice. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Kritik oder Punkte nennen wollt, was ich besser hätte erklären können, dann schreibt es mir bitte rein. Vergisst natürlich nicht, wenn ihr diese Bosse macht, dann gönnt euch gerne Buffs, Throne Meal, die vereinfachte Variante logischerweise, aber ich denke mal, da wisst ihr Bescheid, oder Arznei der Bestie, ja, sowas sind einfach so Standard-Buffs oder Church-Buff, oder es gibt auch noch genügend andere Bio-Videos, die euch da bestimmt weiterhelfen, und kann auch natürlich im Stream das nochmal sagen, aber es reicht eigentlich, wenn ihr, wie gesagt, die Throne Meal drin habt, eine Arznei und einen Church-Buff. Und dann könnt ihr die Bosse machen. Und sonst würde ich sagen, war es das mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.